Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. In der letzten Folge haben wir den pinken Rathian erledigt oder rosa Rathian. Ich merke gerade, der Kampf ist auf der Ödinsel. Okay, gut. Deswegen, wir haben jetzt die dringende Quest, einen Plesiorb zu erlegen. Machen wir das doch mal. Okay, dann futtern wir natürlich, wie immer. Oh, frisch. Oh, Giga-Glückskatze, okay. Erhöht manchmal die Zahl der Belohnungsobjekte, ja. Also das ist mir schon mal wichtiger. Und nur manchmal. Na gut, dann. Ab zur Ödlandinsel und machen wir den Plesiorb fertig. Geil, wa? Was? Ödinsel. Was? Boah. Okay. Keine Ahnung. Ich dachte, wir wären in der Wüste, wäre das jetzt. Boah. So, Plesio, das Viech ist im Wasser anscheinend. Also, boah. Kotzt mich jetzt schon an. Weil danach ist wieder eine ganze Reihe von Quests freigeschaltet und diesmal mache ich die an alle. Bevor ich, weiß ich nicht, offscreen hier wie blöd hier alle möglichen schon mal mache. Gehen wir erstmal die ganzen neuen Monster hier so durch. Okay, letzte Folge konnte ich das ja nicht machen, weil, weiß ich nicht. Also beim, als wir begonnen haben, sag ich mal, mit den neuen Quests hier, konnte ich das ja nicht machen, weil ich direkt nach dem Kampf gegen Celios kam. Er hat irgendwie so ein paar Stunden gedauert, bis ich den Kampf so fertig hatte. So. Das hat so eine Überart von diesen Viechern. Wie sieht klein aus? Die sieht echt klein aus. Wahrscheinlich sind richtig gemein. Ach. Vor allem, ich muss immer erst meine ganzen normalen Tränke und so ankratzen, anstatt irgendwie erste Hilfe und so zu nehmen. Und das Viech ist schnell. Oh Gott. Kann ich von dir den Schwanz abtrennen? Das sieht irgendwie nicht so aus. Was ist das? Boah, ich treffe den nicht. Danke. So, dann komm mal ja. Mir egal, ob dein Schwanz jetzt abtrennen weiß, ich hole dich erstmal kaputt. Meine üblichen Combo. Also AXAX oder AXA. Ihr wisst schon. Natürlich sieht irgendwie so aus, als könnte es mir richtig nervig werden. Rein weil der Kampf schon unter Wasser ist, wird das hier nervig. Natürlich sieht auch schon so aus, als wäre es nur unter Wasser bekämpfbar. Oh, was? Wie jetzt? Habe ich auch eine Wasserwaffe, ne? Ist nicht gut, habe ich so Gefühl. Aber gar nicht, ich habe gar nicht mal versucht, hier gegen den Zerdeus zu kämpfen mit dieser Waffe. Ich bin schon auch immun gegen. Ja, super. Ich bin auch immun gegen Wasser oder nicht so anfällig gegen Wasser. Boah, ich habe echt Probleme, den zu treffen. Ehrlich. Ja, komm, ich kann ruhig ein paar Mal abwehren. Meine Schärfe ist jetzt. Ich habe Probleme. Ha, erster Treffer, der den aus dem Balance bringt. Balance. Mann! Er ist so klein, ich treffe ihn nicht. Oh mein Gott, ey. Wie sagen wir, der hält nicht so viel aus. Der kann nicht so viel aus. Mann, wie klein der ist.
Mann. Ich hätte fast nie getroffen. Danke. Ja, genau solche Spackenangriffe wie der Ratian. Nicht doch leicht unlogisch. Wollen wir unbedingt eine Waffe, die einen blauen Balken hat. Wenn ich die Waffe weiter aufleveln will, dann könnte ich einen blauen Balken haben. Ja, fehlen mir zwei Sachen, von denen ich nicht mal an der Ahnung habe, wo ich das herbekomme. Ah, ich war abgetrennt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das Spiel noch weiterspiele. Also jedes Offscreen-Monster werde ich auf jeden Fall aufnehmen. Online weiß ich nicht. Gehst du an Land? Geil. Online weiß ich nicht. Nur wenn da neue Monster kommen. Ja, zum Beispiel die gleichen Quests wie wir sind, eher nicht. Ich schätze mal, sind die gleichen Monster. Mein Zeratos online zu besiegen, hab ich doch richtig krass. Warum bist du groß? Warum bist du hier so groß und an im Wasser bist du so klein? Zum Teufel ist das für ein Angriff? Die verarschen? Das sah von bescheuert aus. Oh ja, schon Okayama musste dran glauben. Ich doch irgendwie Wasserabwehr genommen. Ich hab keine Ahnung, was für einen Bonus ich hatte. Ach man, und da runter. Jetzt einfach nur auf die Effekte gucken, nicht auf, weiß ich, welches Element jetzt hier. Ich hätte auch aber nicht gedacht, dass der irgendwie Wasser angefährt, weil irgendwie ist irgendwie Sturm und so tut der ja darauf beschwören. Deswegen dachte ich jetzt irgendwie so Wind, aber Wind gibt es ja nicht. Ey, wie trifft er mich damit? Ehrlich. Riesenmakrele. Echt aus wie ein Fisch, ne? Ich also als könnte der überhaupt nicht an Land kämpfen. Boah. Dieser Angriff. Jetzt habe ich schon wieder einen Angriff, der mir voll auf Nerven geht. Ich wollte schon sagen, wie du kannst fliegen. Das war knapp. Der Stein steht noch. Komm schon. Aber gute Treffer, ja. Er ist aber schon gut. Bedeutet, glaube ich, gute Sachen. Den Schwanz, den kriege ich nie im Leben von hier aus. Mal ein bisschen runter. Lass den Schwanz noch ein bisschen hängen. Los, lass ihn hängen. Na, wie hängt da? Mann. Der sieht aus, als hätte er keinen Bock mehr. Wie oft habe ich jetzt schon gesagt, der sieht so aus? Oder der sieht aus? Schon oft heute gesagt. Gegen den. Dieser Angriff, ne? Ma, zum Teufel. Ist er behindert. Also ist halb Hühnchen, halb. Ich hab schon wieder gesagt, das sieht so aus. Wie ein Hühnchen oder ein Fisch. Halb Hühnchen, halb Fisch. Wo ist er? Da. Eieiei. Hätte nie gedacht, dass ich irgendwie so weit komme in dem Spiel. Mal ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich das Spiel so lange spielen würde, dass ich schon so weit komme. Aber Wunder gibt's. Jetzt mache ich das alles nochmal auf der 3DS-Version. Die ich ja auch habe. Was bist du denn da?
Hey. Ja, das kommt der nervige Teil wieder, ne? Oh, sehr gut. So, ich gehe jetzt nicht da zum Schwanz, weiß ich, wie weiter weg ist. Aber der Hai geht mir jetzt auf den Nerven. Mit der wahrscheinlich auf jeden Fall mehr abzutrennen als je zuvor. Weil so stark ist. Früher war halt nicht so einfach. Das Gefühl. Pff. Du hast deinen Kopf zu mir hingedreht, selber schuld. Weil eigentlich deinen Schwanz angab, dann hast du dich so umgedreht. So. Man bemerkt, ich muss da noch kein einziges Mal schleifen. Wieder so ein Luxus. So, wehe, du gehst als letztes noch mal in die Höhle rein. Kann ich alle Unterwasserviecher immer in die Höhle reingehen? Mein Gott. Hier geblieben. Schlag und Schlitz. Ah. Und Konter, denkt er sich so. Und nein, nein, ah. Was? Ich kann dann angreifen, willst du mich auf den Arm nehmen? Oh Mann. Komm mal her. Mach ja nicht einen auf Zerreus. Ist kein Gott der Meere, so wie der. Den scheint es auch eine erweiterte Unterart zu geben. Steht jedenfalls in jeder Notizen. Super. Noch einen stärkeren. Zerreus, ey. Kennt mich doch mal. Aber bis dahin habe ich irgendwie so Waffen, die schon nur blau sind. Weil stärker werde ich irgendwie so schnell nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott, lass mich, lass mich! Oh, das hätte man tot sein können, glaube ich. Aua. Du Bitch Slap mit seiner Flosse, Schwanz, was weiß ich, Schwanzflosse. Stimmt, das gibt's ja wirklich. Hey. Noch mal. Seinen einen Flügel habe ich hier schon kaputt gehauen, ne? Den hier. Und meinen anderen auch kaputt hauen. Am Kopf habe ich schon mal kaputt gehauen. Ja, verdammt. Ich wollte eigentlich. Warum kann ich mich dagegen nicht wehren, Mann? Ach, Mann. Den Schwanz kriege ich nicht. Das ist Kacke unter Wasser. Okay, jetzt aber. Komm schon. Immer sein Gesicht in mein Schwert reindreht. Dann machen wir einen Flügel kaputt. Heißt ja Flügel, aber Flosse. Was weiß ich, gebe mir Flosse. Tisch. Mach ja einen auf Ted aus. Nenne ich Ted. Dieser Typ nochmal aus Krups, der immer Flosse geben will. Jetzt soll, glaube ich, mal eine dritte Person von sich geredet. Aber doch, Ted. Ne, Ted war dieser Anwalt. Keine Ahnung, ihr wisst aber, wen ich meine, ihr wisst, wen ich meine. Bah. Ihr schreibt in den Kommentaren, wen ich meine. Oh, Luft, ich brauche mal langsam Luft. Ach, und runter wieder. Eine Sekunde Luft holen, dann ist schon wieder gut. Hey, komm hier hin.
Ich warte auf dich. Da gucke ich einen Moment mal meine Itemleiste da. Steht auf einmal das Viech vor mir. Oder schon vor mir. Bist du schon angeschlagen? Bist du schon tot? Komm her. Damit kann ich mich weiter vorbewegen. Ja. Ja, aber auch nicht. Mann, ich muss mich ja jeden Schlag heilen. Könnt ihr mich mal heilen, verdammt? Oh, sehr gut, danke. Oh Mann, ich bin zu weit weg. Ich war nie im Leben noch abgetrennt. Bestimmt schon gleich tot. Ja, man kann auch mal langsam wieder kommen. Was soll überhaupt gehen? Ja. Ich von den Steinen ja schlagen, wenn es geht. Mann, ich treffe den fast gar nicht unter Wasser. Ja, ich war heute geliefert. Super. Ich kann jetzt meine Tränke und so. Meine Tränke sind schon gleich alle weg. Die Heilung muss ich jetzt auch ein bisschen schneller machen, weil ich allein bin. Ja, meist immer noch tot. Ich glaube, der kommt nicht mehr wieder. Vorher wird meine Belohnung nicht gekürzt, ne? Wenn die verrecken, war ja voll doof. Oh mein Gott, ich komme ja nicht mehr zu irgendwas. Nach jedem Schlag hier. Oh, da geht an Land. Cool. Jetzt haben wir jeden Schlag hier. Muss ich wieder mich heilen. Ja. Geh am besten ein Gebiet weiter. Dann sind wir weit weg von diesem Wassergebiet. Daneben! Ich will mir schön die Vorräte holen, aber lass mal. Scheuert aus. Da kommt wieder mega Fischhühnchen. Ich krieg den nicht, den Schwanz. Bin unter dir, was machst du jetzt? Warte mal, hat er mich einen Angriff oder mich so trifft? Trifft. Danke. Jetzt macht er bitte nicht die ganze Zeit. Ich will dich auch treffen. Jetzt ein Laser gefeuert. Ne? So, ich hole die beiden Beine weg. Na? Sehr dämlich gedreht. Na komm. Oder fahr ich langsam. Boah, jetzt geht er wieder ins Wasser. Leckt mich doch. Aha. Ich glaube, der ist immer noch nicht tot. Guck, wie schnell er sich noch bewegt. Sind wir noch nicht kaputt? Leck mich. Ja, warte jetzt aber. Aha, mir gehen die Trinke aus. Mir gehen echt die Trinke aus. Ich krieg die Krise. Was ist denn das letzte Mal passiert? Ey. Bist du da Steine? Aber was ist das da? Irgendwie ein Leich oder Knochen oder was weiß ich. Alter, willst du mich verarschen? Das finde ich schon wieder scheiße. Das muss jetzt nicht sein. Wieder wechselt jetzt schon wieder. Das muss jetzt nicht sein. Du gehst jetzt nicht wieder an Land, oder?
Was soll der Scheiß? Geht er erstmal hier wieder ins Wasser, geht ins nächste Gebiet, snackt mal kurz wieder was. Und dann kommt er wieder dahin, zum gleichen Ort, wo der gerade war. Was zum Teufel? Er ist bescheuert. Jetzt will ich sagen, dass ihr Benehmen ist, wie es sich, wie es wirklich sein soll, ja, von dem Viech. So dämlich. Oh nee. Ausgerechnet, wenn er jetzt hier am Land ist. Komm schon, komm schon, komm schon. Au. Ich wurde zuerst gar nicht getroffen. Geil. Das müsst ihr mich ein bisschen heilen, ne? Da bist du ja schon. Weil langsam gehen mir die Tränke aus. Danke. Warte nur, bis ich eine bessere. Danke. Eine bessere Rüstung ab, ja. Geht jetzt nicht schon wieder ins Wasser, ne? Da kann man ruhig wieder umfallen oder so. Das wird kann ja mal so schwimmen. Macht er da? So, tu mir mal einen Gefallen und verrecke jetzt elendig. Oh. Alter, du gibst dann jetzt, geh doch mal nicht auf. Ah, endlich. Er zeigt langsam irgendwie Schwäche. Du gehst nicht ins Wasser, verdammt. Nennt sich auch noch, willst du mich verarschen? Wie melodramatisch der jetzt zu Boden gegangen ist. Du gehst nicht ins Wasser, verdammt. Gut gemacht. Kayama oder Shasha, einer von euch beiden. Du gehst nicht ins Wasser, verdammt. Du bleibst schön an Land. An Land ist schön frische Luft, Mann. Hier nur Meertrank verzehren. So, ein gebratenes Steak tue ich jetzt nicht essen. Ist gleich down. das fand ich jetzt gut. So schön abgelehnte Tisch. Abgelehnte Tisch. Vielleicht braucht er jetzt nur noch einen Treffer, weil wir ihn jetzt voll geschwächt haben. Diese Angriffsserie. Das ist voll so dreimal hingefallen. Ah. Ah, los, der frisst jetzt wahrscheinlich wieder da an der gleichen Stelle. So, komm. Final Showdown hier. Langsam war es hier nervig genug, finde ich. Ach man. Wo ist auch denn kaputt, Chacha? Wir sind ja mittlerweile auch voll stark, die beiden. Oh, nein. Boah, du. Das hat ein riesiger Hai. Leck mich. Komm, du Hühnchen. Mach dich kaputt. Danke. Ich würde ungern noch mehr Trink hier verschwenden. Warum schon? Der Lagiakus hat euch Probleme gebracht. Im Dorfmogger, ehrlich? Den Viech stelle ich mir sehr viel gefährlicher vor. Nein, du sollst nach vorne schwimmen, Mann.
Komm schon, jetzt frag doch mal endlich. Was da schon am Humpeln? Wäre es jetzt noch, wenn ich noch einmal drauf gehe, ne? Ja, das kommt. Ich respektiere dich als Gegner, aber langsam wird es doch echt nervig. Oh, Hilfe! Okay, ich setze doch noch einen Antrag ein. Das wird jetzt auch nicht der letzte sein, meine Herren. Dann mache ich es noch mal. Ah, endlich. Boah, der war nervig als Gegner. Gegen den möchte ich nicht nur öfter kämpfen. Ja, ich würde schon sagen, wenn du schon wieder zu nah am Rand bist, ne? Vielleicht mal beim Lu drauf. Habe ich das nicht auch aufgenommen? Plesiot Schuppe Plus. Was heißt denn hier Plus? Das gibt doch nur Plesiot. Oder? Gibt doch keinen normalen Plesiot. Oder? Gut. Rebitzen, okay, ja. Rebitzen, wisst ihr Bescheid. Oh Mann, 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 Mann. So, dann haben wir wahrscheinlich wieder, wo die gehen, die auf den Hai los. Lass doch den Chance in Ruhe. Wenn wir hoffentlich jetzt eine Reihe von neuen Quests hier freigeschaltet haben. Wo wir noch mehr Unterarten wahrscheinlich bekämpfen. Nehme ich jetzt mal an, so wird jetzt irgendwie das Schema ablaufen. Oder es kommen immer noch mehr Quests für diese Reihe. Was ich doch nicht so gut finden würde. Könnt ruhig weitermachen hier. Wie waren des Wassers? Plesi auf Leben. Oder eine Katzchen gesehen. Egal. Guck mir irgendwann mal alles an. So. Heiner. Jamba, bevor Kayama kam im Dorf. Kayama nutzt Abenteuer können zum Finden von ultimativer Maske. Aber dann Feuerspeiner Vivan steht Maske und verdrückt sich. Kayama kämpft wie wilder Dachs, aber keine Chance. Maske war fort. Ohne dummen Chacha Kayama hätte Maske sicherlich wieder. Aber ist dem passiert? Kayama sich jetzt konzentriert auf tapfer neue Zukunft. Vorbild für alle Schakalaka. Jetzt will Young Feuerspeien in Vivan holen ultimative Maske zurück. Okay. Aber im letzten Abenteuer Chacha findet Goldblitzer. Ja, du sagst genau gleich jetzt nur aus deiner Perspektive. Ich weiß. Das muss jetzt nicht immer sein. Ja, du hast wahrscheinlich den... Ein Plan für eine neue Maske, okay, okay. Kosmosmaske, Melinx-Attrappe. Okay. Boah. Es geht los, das Ereignis des Jahres steht bevor. Ein Gen Moran ist in der großen Wüste aufgetaucht. Sie nennen ihn Symbol des Wohlstand. Ist okay für mich. Aber wir müssen ein paar stabile Drachenschiffe bauen, um das Monster besiegen zu können. Ich habe dir eine Liste geschrieben, versuche dir dafür Zeit zu nehmen, denn Jane Moran sollten wir nicht verpassen. Okay. Drachenschiff, das kann ich sogar machen. Cool. Ach, ja, genau richtig, ich habe nachts in Moravald, ja okay, das ist mir schon klar. So, Rohstoffe herstellen, wenn es geht. Was kann ich denn hier entbehren, was... Wollen wir mal einen Lavaklumpen hier verballern. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ja, mit der reden wir dann auch in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ne? Okay. Dann würde ich sagen, ich beende die Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. Ich bleibe mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.